Ja, also wir sind Yola, Tita und Lilou und wir stellen euch heute das Projekt Treefy vor. Dabei geht es darum, dass man versucht, freies WLAN mit dem Umweltschutz zu kombinieren. Das geht, indem man die Treefy-Bäume gießt und dadurch als Gegenleistung freies WLAN bekommt. Und ich glaube, jeder kennt das Problem, die Flat ist abgelaufen und man kriegt trotzdem irgendeine wichtige Mail, die man irgendwo lesen muss oder beantworten muss. Und der Treefy-Baum würde halt das Problem lösen, denn dadurch hätte man dann leicht freies WLAN und könnte von überall auf seine Daten zugreifen. Und außerdem würde es einem auch helfen, wenn man zum Beispiel, also Leute kümmern sich im Moment manchmal nicht so gut um Bäume und dadurch würden dann Bäume auch für Leute, die sich im Moment nicht so für die Natur interessieren, wichtiger werden, denn wenn es keine Bäume mehr gibt, dann gibt es nicht mehr so viel freies WLAN. Ich glaube, Yola kann uns jetzt erzählen, wie das eigentlich im Großen und Ganzen funktioniert. Genau. Also, klar, man kann jetzt nicht einen richtigen Baum nehmen und darauf die ganze Technik aufbauen und einen WLAN-Router besorgen. Deswegen haben wir erstmal so ein Modell dazu gebaut. In Wirklichkeit würde es halt so funktionieren, dass man mit dem Fahrrad fährt, dass produziert dann gleichzeitig durch einen Dynamo Strom und bewässert durch eine Pumpe auch den Baum. Das Wasser ist in dem Fall mit der blauen LED gekennzeichnet, der Strom mit der roten hier vorne und die grüne LED hier hinten ist halt für den WLAN-Router. Genau. Also dann wird der Strom hier zum WLAN-Router geleitet und dadurch bekommt man dann auch WLAN. Wenn zu wenig Wasser drin ist, wird das WLAN gesperrt, dann muss der Baum erstmal wieder gegossen werden. Und wenn zu viel Wasser da ist, läuft das WLAN zwar weiter. Und genau. Genau wie es jetzt hier in diesem Modell funktioniert, wird gleich noch Tita erzählen. Jedenfalls gibt es dann noch eine Schaukel, wenn man zum Beispiel keine Lust hat, mit dem Fahrrad zu fahren. Die funktioniert nämlich ähnlich wie in einem Wellenkraftwerk. Durch die Schwingungen wird hier oben ein Schwungrad angetrieben und dadurch auch wieder über einen Dynamo Strom produziert. Okay, also in diesem Modell funktioniert das folgendermaßen. Da muss man erstmal anstecken. Also im Moment blinkt die blaue LED, das heißt, es gibt zu wenig Wasser. Und ja, wenn man jetzt hier... wenn jetzt hier der anfängt zu radeln. Ja, Vorführeffekt. Ja. Ja, hier ist irgendwas kaputt gegangen beim Transport. Okay, jetzt funktioniert es wieder. Genau, dann fängt er halt an zu radeln, die Pumpe wird angetrieben. Dadurch wird dann Wasser dahin. Ja. Gleichzeitig wird hier halt Strom erzeugt. Und jetzt sieht man auch, es war Wasser da, also ist die blaue LED, hat aufgehört zu blinken. Das heißt, es gibt genug Wasser beim Baum. Gleichzeitig ist die rote LED angegangen, weil Strom erzeugt wurde durch den Dynamo. Und jetzt geht auch das WLAN an, weil es gibt genug Wasser und es wurde Strom erzeugt. Ja. Also ja, wenn jetzt zu viel Wasser da ist, dann blinkt die immer mal wieder auf. Dann darf nicht mehr weiter mit dem Fahrrad gefahren werden. Ja, dürfte, ja. Aber dann würde halt theoretisch im echten Modell irgendwie die Wasserverbindung blockiert werden. Aber wir hatten halt nicht genug Material, um das richtig zu bauen, ist ja klar, Baum und sowas. Und deshalb, ja, aber es würde halt theoretisch auch so im echt funktionieren, halt größer und... Genau. Und zum Schluss wollen wir natürlich auch unseren Mentoren danken, nämlich Hanna, Mirko, Valentin und Christoph.